Ich entwickle effiziente Algorithmen, vor allem zum Umgang mit großen Datenmengen. Ein konkretes Beispiel ist die Routenplanung, wo man mit kleinen Tricks und systematischem Vorgehen eine Beschleunigung der Berechnung erreichen konnte. Eigentlich steht und fällt meine Gruppe mit sehr guten Doktoranden und anderen wissenschaftlichen Mitarbeitern, weil die diejenigen sind, die überhaupt noch die Zeit haben, komplexe Programme zu schreiben. Ich würde mir wünschen, dass diese Arbeitsrichtung des Algorithm Engineering, die also Theorie und Praxis vereinen soll, sich stärker durchsetzen wird.